Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und dieses Video behandelt Distributed Systems and Blockchain in the News in der 42. Kalenderwoche. Und in dieser Woche ein ganz spannendes Thema ist der Bitcoin-Preis. Und zwar haben wir einen Bitcoin-Preis, der war fast bei 66.000 US-Dollar. Das ist neuer Rekord. Ein Artikel dazu, da gibt es natürlich mehrere Artikel. Ein Artikel dazu auf der Coindesk-Seite, die eben das Ganze beschreibt und dann noch Ausblick gibt, wo es hingehen kann. Sie sind natürlich da äußerst optimistisch, aber eben es kann auch natürlich nach unten gehen. Das heißt, es gab ja auch diesen Kryptowinter, da ging es auch zuerst ganz hoch, steil auf fast 20.000. Das war Ende 2017, bis dann der sogenannte Kryptowinter gekommen ist, der dann bis 2021 oder fast bis 2021 gedauert hat und dann stieg es wieder an. Momentan bei 66.000 hier oben sind wir auf einem Allzeithoch. Eben dieser Artikel sagt, es kann raufgehen, aber es kann natürlich auch runtergehen. Der Grund dafür könnte sein, dass ein ETF, ein Exchange Traded Fund, zum ersten Mal gelauncht wurde. Genau, das ist noch die Entwicklung. Und zwar hat es da angefangen mit einem massiven Volumen. Das war am 20. Da gab es dann massives Interesse am Bitcoin. Das Volumen, hier unten sieht man das Volumen, das war natürlich dann auch höher. Ist dann mittlerweile auch wieder runtergefallen und dann wieder hochgeschnellt. Also da passiert momentan relativ viel. Und wenn wir das jetzt im Vergleich anschauen, wie es eben ausgesehen hat, dann sind wir momentan auf einem neuen Rekord. Das ist einer der möglichen Gründe. Die SEC, das ist die Behörde in den USA und die hat den ETF, Exchange Traded Fund, hat sie akzeptiert, dass man diesen an der Börse handeln darf. Das heißt, das ist ein Indexfonds, ein passiv gehandelter Indexfonds und das heißt, in diesem Indexfonds hat es Kryptowährungen drin, unter anderem auch Bitcoins und diese kann dann an der Börse gehandelt werden und an diesem ETF gab es dann auch ein reges Interesse und zwar ist es beim ersten Trading-Tag von 20 Millionen auf 570 Millionen geschossen, das heißt, die Nachfrage oder das Interesse ist da und natürlich, wenn man diesen Indexfonds kauft, dort Geld überweist, dann muss beim Indexfonds auch etwas hinterlegt werden, dann muss dann auch Kryptowährung gekauft werden und das treibt eben diese Anfrage an und deshalb könnte es sein, dass der Preis so in die Höhe geschnellt ist. Das hat, wie gesagt, am Freitag stattgefunden und das ist ein möglicher Grund, warum jetzt der Bitcoin so in die Höhe geschnellt ist. Dann weiter gab es große News von Apple. Und zwar haben die eine Keynote erhalten und gehalten und dort den M1 Pro und M1 Max vorgestellt. Das sind Prozessortypen und ich gehe auch in meiner Vorlesung auf das Skalieren ein und zeige dann auch immer wieder, dass die Rechnerleistung heutzutage eigentlich enorm hoch ist und wenn man einen Dienst schreibt, der jetzt plötzlich nachgefragt wird und man mehr Leistung braucht,
dann sollte man zuerst vertikal skalieren. Erst wenn man vertikal skaliert hat und dann nicht mehr weiterkommt, dann soll man horizontal skalieren, dann soll man ein verteiltes System haben. Aber initial sollte man das versuchen, mit mehr Hardware, einer besseren CPU, mehr RAM zu erreichen. Und in diese Richtung geht eben diese Entwicklung. Der M1 Max hat fast 60 Milliarden Transistoren. Das ist eine ganze Menge. Das ist in diesem Artikel hier beschrieben. Genau, das sind die zwei Prozessoren und da gibt es weitere Details dazu. Interessant ist dann, wie sich die anderen Prozessoren schlagen, respektive wie viele Transistoren die anderen Prozessoren haben. Das ist zum Beispiel der Epic Rome, AMDs Flaggschiff mit 64 Cores. Die haben fast 40 Milliarden Transistoren. Also weniger als der M1. Das heißt, der M1, was die Anzahl Transistoren angeht, der ist eigentlich gigantisch. Und was es auf der Performance-Seite heißt, da sehen wir auch, es ist einiges schneller geworden. Hier ein Vergleich vom M1 Max zu einem AMD Ryzen mit ebenfalls 8 Cores. Und die Performance, man sieht, die ist ungefähr ähnlich, aber es wird wesentlich weniger Strom verbraucht. Und genau diese Entwicklung zeigt eben, dass die Prozessoren, sie werden immer schneller, brauchen weniger Strom, werden leistungsfähiger und deshalb sollte man in der Regel eben versuchen, zuerst vertikal zu skalieren. Und ebenfalls ganz interessant ist, Apple hat jetzt seinen eigenen Chip entwickelt. Vor 2 Tagen hat Google announced, dass sie ebenfalls ein neues Telefon haben, das Pixel 6. Das hat dann ebenfalls seinen eigenen CPU, den Google Tensor CPU. Leistungsmäßig ist er nicht so stark wie der M1, aber vergleichsmäßig mit dem Flagship CPU von Qualcomm, dem Snapdragon 8888. Das heißt, auch dort ist die Tendenz zu eigenen Chips und auch dort ist die Tendenz immer schneller und immer weniger Strom. Alibaba macht das auch. Sie haben ihre eigenen Serverchips basierend auf ARM und Amazon macht das ebenfalls. Also, die haben einen Graviton-Prozessor. Momentan haben sie einen 64-Core-Prozessor, den sie in ihren Cloud-Diensten einsetzen. Alibaba wird das sicher auch ähnlich machen. Also da sieht man die Tendenz, dass man die Chips auch selber baut. Das heißt natürlich auch, wenn die Chips schneller werden, bei großer Last kann man dann vertikal skalieren, das heißt schnellen Prozessor kaufen, mehr Harddisk, mehr RAM, bis es dann nicht mehr geht. Und sobald man dort am Limit ist, muss man sich dann überlegen, horizontal zu skalieren, ein verteiltes System aufzubauen. Was das aber auch noch heißt, wenn jeder sein eigenes CPU macht, dann sind natürlich alternative Betriebssysteme, wenn ich jetzt an den Apple M1 denke, die werden dann nicht wirklich gut unterstützt. Das heißt, es gibt Support für den M1. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Asahi oder Asahi. Das ist ein Projekt, wo man versucht, den Linux-Kernel auf einem M1 laufen zu lassen. Dort ist man relativ weit, jedoch mit der GPU, dort muss man noch einiges an Arbeit leisten und man macht alles per Reverse Engineering, das heißt, es gibt keine Dokumentation von Apple, man muss dann herausfinden, wie es funktioniert und dann das nachimplementieren. Deshalb gibt es oder ist der Support für alternative Betriebssysteme mit eigenen Prozessoren dann nicht immer optimal. Auch ganz spannend ist diese Meldung hier von Stripe
Und zwar werden sie wieder in Kryptos investieren, respektive sie werden ein Team aufbauen und ich nehme mal an, dass sie dann auch Zahlungen in Kryptowährung akzeptieren werden. Sie hatten ja das schon mal gemacht, das war 2018, wo sie es dann auch wieder aufgehört haben, weil sie gesagt, die Transaction Fees, die sind viel zu hoch und das mit der Confirmation Time, das geht gar nicht. Mittlerweile scheint das jetzt kein Problem zu sein, obwohl die Confirmation Time bei Bitcoin immer noch die gleiche ist. Die Fees, die sind momentan relativ tief bei Bitcoin, erstaunlicherweise. Aber eben die Confirmation Time, die ist immer noch bei 10 Minuten. Und es ist deshalb interessant, weil wir bei einer Semesterarbeit rund um Flat Fee Stack, dort schauen wir uns nach einer Lösung um, eine Software-as-a-Service-Lösung, wo man ein Crypto-Pay-In tätigen kann. Und wir haben jetzt Now Payments gefunden. Das versuchen wir mal einzubinden. Aber wenn dann natürlich Stripe auch etwas anbieten kann, wäre das auch sehr interessant. Beim nächsten Artikel geht es wieder um die SEC, um die Securities und Exchange Commission, das ist die Aufsichtsbehörde in den USA. Die hat ja in 2017 hat sie gesagt, dass ICOs im Prinzip Securities sind und dementsprechend diesen ICOs ein Riegel vorgeschoben, respektive die regulatorischen Hürden so hoch gemacht, dass es sich kaum noch gelohnt hat. Und sie sind jetzt da ein bisschen in einem Zwist, weil was passiert mit einem DAO? Eine DAO ist eine Decentralized Autonomous Organization. Das ist eine Organisation, die quasi autonom auf der Blockchain ist, wo man dann voten kann. Die Frage ist, wie wird diese reguliert? Muss man sie überhaupt regulieren? Wird der Ersteller oder Entwickler dieses Smart Contracts, muss man diesen regulieren oder diesen Prozess regulieren? Und auch bei den NFTs, da tun sie sich ein bisschen schwer, sollen diese reguliert werden oder nicht? Jetzt gab es auch einen Fall von diesen NBA Top Shots, das habe ich auch bereits in einer dieser NFT-Übersichtsvorlesungen gezeigt. Die sind auch verklagt worden, das ist schon ein bisschen länger her, dass das ebenfalls Securities sind und da wird eben noch abgeklärt, wie das dann genau mit diesen NFTs gehandhabt wird. Und das ist dieser Artikel dazu.